Willkommen in der Center Debate. Mit großem Dank an meinen Patreon-Supporter Klaus schauen wir heute auf die nächsten Studio Series 86 Leader Class Dinobot. Wir schauen auf Sludge. Kurzer Blick auf die Box. Wir haben die große Leaderbox, das heißt kein Sichtfenster mehr drin, sondern ein schön großes Artwork. Sieht sehr, sehr cool aus hier mit Sludge, wie er die ganzen Sharktacons wegballert. Ja, gefällt mir wirklich gut. Und hier haben wir nochmal ein Close-Up auf den Kopf, der nicht nur hier gut aussieht, auch bei der Figur wirklich fantastisch geworden ist. Hinten drauf haben wir die Ränder und innen drinne haben wir dann zum einen hier diese Pappschale. Ne? Und da sind dann diverse Papierbändchen und alles Mögliche drauf, um die Figur festzuhalten. Papier finde ich aber gut. Ne? Man kann die sogar aufknoten, habe ich mir mal die Mühe gemacht. Ne? Dann kann man sie auch wieder schön einpacken, wenn das denn sein soll. In diesem Papierding hier ist sein Zubehör drin, seine Waffe. Wir haben die Anleitung, die ziemlich gut funktioniert. Ein, zwei Stellen muss man ein bisschen überlegen, aber generell ist die okay. Von der Abbildung alles groß genug. Wir haben den Waschzettel und wir haben natürlich wie immer bei der Studio Series das große Backdrop. Das ist aber leider keine große Überraschung, denn dieses Bild aus dieser Sharktacon-Pit-Szene haben wir auch bei allen anderen Dinobots schon gehabt. Von daher an der Front nichts Neues. Und damit sind wir bei Sludge. Der kommt in seinem Bot-Modus und ohne irgendeinen dusseligen Partner mit dabei, so wie es die letzten zwei hatten. Dafür ist er auch, glaube ich, etwas größer. Ich habe die anderen zwei leider zum Vergleichen nicht mehr hier. Da muss ich unbedingt zusehen, wenn irgendwann der fünfte Dinobot kommt. Sie wollen das Set ja komplett machen, dass ich dann alle nochmal hier auf den Tisch kriege, dass wir uns nochmal zusammen angucken können. Das ist ein großes Kerlchen. Ist allerdings leichter als gedacht. Also hier drin scheint doch das ein oder andere hohl zu sein, aber man sieht davon von außen nichts. Diese Figur hat quasi keine Hohlräume. Wir haben so ein bisschen was so hier auf der Rückseite der Arme. Das ist jetzt hier nicht so wunderschön, aber zum einen ist das hier die Flügel eigentlich immer verdeckt. Also auch wenn du die Figur drehst, siehst du davon nichts. Und ich find's okay, jetzt mal wie hier, ne, diesen Hohlraum braucht, den brauchst du dann hinterher für die Dino-Beine und so. Also was diese Sache angeht, ist die Figur ziemlich gut gemacht. Ich finde auch den Kopf so vom Design, finde ich den schön. Ne? Charakter ist klar erkennbar, schön hier mit dem Silber, das ist alles schick. Autobot-Symbol, hier vorne drauf geprintet. Ansonsten haben wir gefühlt gar nicht viel Farbe, aber das täuscht, weil die ist einfach nur alles ein bisschen Ton in Ton. Wir haben halt immer eigentlich nur unterschiedliche Stufen von Grau und Silber, ne? Aber wir haben hier einen Akzent, wir haben hier das Gold, hier vorne genauso, wir haben hier einen Streifen, hier ist das ganze Silber, ne? Viel Farbe ist hier auf dem Rücken gelandet, auf den Flügeln, also viel, auch, ne, auch der Dino-Kopf, was du alles halt von vorne nicht siehst. Die ganzen Akzente kommen tatsächlich im Dino-Modus, kommen die etwas besser durch. Der Bot wirkt dadurch nicht unbedingt jetzt super blank, weil er halt immerhin drei unterschiedliche Farben hat, mit Rot, Schwarz und Grau. Und hier, ne? Mit den Akzenten ist das dann schon schön abgesetzt. Von daher ist das schon okay, aber ich sag mal, hochwertiger wirkt am Ende des Tages tatsächlich optisch im Dino-Modus. Hochwertigkeit ist übrigens auch so ein bisschen das Problem. Bevor wir das aber machen, gucken wir mal ganz kurz hier auf die Waffe, die man, hab ich das gerade richtig gesehen? Ne, ich dachte, man kann die Waffe in sich klappen. Ne, hier, schöner, dicker, fetter Blaster, gold bemalt, rundherum keine Hohlräume, mag ich sehr, sehr gerne. Sieht man hier zwei Teile zusammengeklebt, so muss man es machen. Und das kommt ziemlich gut. Mag ich sehr, sehr gerne. Auch die ganzen Details. Der ist gut geworden. Hält auch super in der Hand. Die Figur ist halt, ne, ich finde das finden vom Look, von den Proportionen, der ist ein bisschen schräg, aber das sind die Dinobots ja eigentlich immer, weil er sehr bullig ist. Muss irgendwie vielleicht auch so sein. Gerade bei Sludge finde ich, das war für mich in der Wahrnehmung immer der größte, bulligste, schwerste von den Dinobots. Von daher geht das schon in Ordnung. Auch die Details sind soweit ganz nett. Wir haben halt immer dieses grau verwirbelte Plastik. Das lenkt mich immer so ein bisschen ab, aber generell ist das okay. Ne? Schöne Liniendetails über die gesamte Figur verteilt. Da ist eigentlich keine wirklich glatte Fläche bei. Das ist sehr, sehr schön. Das Problem der Figur ist nicht die Optik. Das Problem ist eher die Konstruktion, die Qualität des Zusammenbaus. Denn wir haben doch einige lockere Sachen. Wir haben zum einen hier die Beine links und rechts. Wir haben hier keine Ratschengelenke. Ne? Das ist generell okay, aber ne, die schlackern halt immer so ein bisschen her. Das gibt ihm ein Gefühl von Instabilität. Generell, wir haben zwar viele so sanfte Ratschengelenke, aber die sind halt, ne, da ist wenig Widerstand dahinter. Die Füße hier klappen relativ einfach raus. Ne, die Flügel hier hinten sind halt auch nicht fest so wirklich. Ne? Also das Gelenk hat zu viel Spiel meines Erachtens. Ne, auch hier hinten, das ist alles nicht, also ist zwar arretiert, aber die Arretierungen sind nicht richtig gut. Also gefühlt löst sich sehr viel bei der Figur. Er ist nicht de facto jetzt irgendwie instabil, dass er einem ständig umkippt oder so. Das geht schon, du kriegst ihn gepostet und die Pose hält er dann in der Regel auch. Aber beim Hantieren fühlt er sich sehr locker und einfach nicht sonderlich stabil zusammengebaut. Das ist schade, ne, weil das plus die Tatsache, dass er halt sehr, sehr leicht ist, gibt ihm so ein etwas billiges Feeling. Und das hätte meines Erachtens nicht unbedingt sein müssen. Bei der Beweglichkeit haben wir den Kopf im Prinzip nur auf diesem Drehpunkt einmal rundherum. Wir können ihn
nach oben klappen, dann geht eigentlich die Basisplatte mit raus, nach unten geht nichts, keine Neigung oder so, also absolute Basisartikulation. Die Schulter geht hier 90 Grad nach draußen. Ich habe das Gefühl, dass die hier so ein bisschen einrastet, als wäre hier so ein Übersprungspunkt, was ganz cool. Das ist wirklich ein sehr, sehr stabiles, gut toleriertes Gelenk und dann geht der Arm auf einer sanften Ratsche im Prinzip rundherum, der Flügel hier so ein bisschen aus dem Weg und dann passt das. Oberarm rotiert, sieht nicht schön aus, ne, weil es muss halt auch der Dino-Fuß noch werden, das reißt aber dann hier hinten halt so eine große Kante, das sieht nicht so schick aus, aber ich denke, es ist okay. Ellenbogen, doppeltes Gelenk, quasi volle Reichweite, weil du mit dem zweiten Gelenk kannst du halt nicht so richtig viel anfangen. Ich weiß nicht mal, ist das wirklich ein Gelenk oder ist das nur eine Aufhängung? Doch, es ist ein Gelenk, aber da kommt nicht viel bei rum. Von daher so effektiv, es ist schon ein bisschen mehr als 90 Grad, aber aufgrund des großen Aufbaus für mich auch völlig okay. Wir haben das Handgelenk, das rotiert 360 Grad und ist im Prinzip auch neigbar. Das ist das Transformationsgelenk, aber so kann man, ne, kann man für sich noch ein bisschen nutzen, vielleicht für das ein oder andere. Na, wobei ich finde hier die Arretierung, die ist okay, die ist fast schon ein bisschen zu hakelig. Auf der anderen Seite haben wir fast keine Arretierung. Da rutscht das so mehr oder minder stufenlos rein. Es ist alles nicht so ganz konsistent. Auch das trägt nicht unbedingt zum Qualitätsgefühl bei. Wir haben eine Hüftrotation. Wunderbar, kein Problem. Wir haben das Bein, geht voll nach vorne, voll nach hinten. Das Gelenk ist soweit auch stabil. Ne? Ist halt nur ein bisschen zu leicht zu aktivieren, meines Erachtens. Und wie gesagt, nach außen, ne? Das Bein hält er gar nicht. Das Bein so ein bisschen. Also die Gelenke sind definitiv nicht gut aufeinander abgestimmt. Rotation hier einmal ums Gelenk. Das sieht gut aus. Und dann haben wir hier 90 Grad am Knie. Und dann bleibt noch der Fuß. Wie gesagt, ist halt hier, ne, auch ein Transformationsteil. Nimmt man halt gerne mal auseinander. Ist auch zu locker, um das fürs Posen wirklich zu benutzen. Aber theoretisch geht die Zehe hier nach unten. Ferse ist starr. Und der Fuß lässt sich maximal ausstellen. Und sogar, ich dachte gerade, das würde man sich irgendwie noch drehen lassen. Nee. Von daher, das geht schon. Aber auch hier, das ist mir alles nicht so... Das steckt nicht alles gut genug zusammen. Also das, vielleicht liegt es auch an der Qualität des Plastiks. Auch das fühlt sich nicht so super dolle an. Es ist aber, würde ich mal sagen, so auf einer Linie mit Grimlock und auch mit Slag. Von daher, da bilden sie schon eine Einheit. Ja, aber gerade hier ist es mit den Flügeln. Du klappst sie im Prinzip so und dann nimmst du die Figur und schon ist der Flügel vorne. Das ist alles nicht so richtig dolle. Beweglichkeit geht aber für so einen großen Kerl meines Erachtens klar. Am Kopf ein bisschen mehr wäre noch ganz nett gewesen. Gemessen und gewogen kommt Sludge auf 378 Gramm und von Kopf bis Fuß 21 Zentimeter. Und da ich zum Vergleich die anderen Leader Class Dinobots aus der Studio Series 86 nicht da habe, dachte ich, nehmen wir doch mal meinen Masterpiece. Das ist der Fans Toys, wie heißt er? Stomp, genau. Ein geiles Vieh, ey, riesig groß. Also ohne das kleinreden zu wollen, immer wenn ich so Vergleiche mache, sehe ich wieder, warum ich mich für diese Linie entschieden habe. Das gibt mir persönlich einfach mehr, weil es größer ist, beeindruckender ist. Aber nichtsdestotrotz ist das schon, ich denke mal, einen etwas kleineren Geldbeutel für jemanden, der einfach nur den Charakter haben möchte, in einem vernünftigen Größenverhältnis, wie man sieht, weil er ist wirklich groß im Vergleich zu den Deluxe-Figuren, ne, ist das auf jeden Fall eine gute Option, überhaupt keine Frage. Aber ja, eine Konkurrenz, ne, weil oft ja gesprochen wird von, gerade in letzter Zeit bei Studio Series und auch bei Kingdom und Legacy oftmals, der Begriff Mini-Masterpiece fällt. Also rein von der Wirkung her, wenn ich das hier so nebeneinander stelle, auch wenn er ein cooles Engineering hat, das seht ihr ja jetzt gleich, ja, kann er hier ihm logischerweise nicht das Wasser reichen. Da liegen aber auch ungefähr mal 200 Euro oder 150 Euro dazwischen. Für die Verwandlung bringen wir einmal den Dino-Hals hier nach oben und klappen die Füße hier schon mal leicht raus. Ne? Die Zehen so ein bisschen in die richtige Richtung. Und dann drehen wir die Hüfte um 180 Grad. Den vorderen Teil des Fußes klappt ihr 180 Grad auf die Rückseite. Den Schwanz löst ihr hier aus der Arretierung und klappt ihn hier nach unten weg. Und den Teil nehmt ihr hier nach oben und schwingt ihn zur Seite. Und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr diesen Steg hier, der muss hier vorne in diesen Schlitz. Und am besten kriegt ihr das eigentlich hin, wenn jetzt erstmal hier die Arretierung des Knies, ne, das Teil hier ist hier so leicht eingesteckt, das rauslöst und dann das alles hier, ne, nach oben bringt und dann hier parallel das Bein so ein bisschen reindreht und irgendwann, ne, zack, springt das da drüber und dann sitzt das da einigermaßen sicher drin, ist dann nochmal besser, damit die Beine verbindet und dann bringt ihr das Ganze hoch, dass es ungefähr diesen Sitz hat. Bringt die Beine hier in der Mitte zusammen, führt die Schwanzteile hier zusammen und klappt die beiden Teile hier nach oben und verbindet auch die hier in der Mitte. Die Arme bringt ihr jetzt nach unten und nach vorne und dann dreht ihr die Hand um 180 Grad, dass der Daumen nach außen zeigt und dann habt ihr genug Platz, dass die Hand hier einmal glatt drinne verschwindet und das Bein, ne, legt ihr einfach hier angewinkelt in diese Richtung. Wir gucken, dass hier dieses Gelenk möglichst weit nach hinten ist, dass es hier ungefähr gerade ist. Die letzten Schritte sind jetzt vom Engineering ziemlich cool. Wir ziehen einmal hier den Torso auseinander, drehen den hier um 180 Grad rum und schwingen ihn hier zurück. Gucken, dass ihr den hier dazwischen bekommt. Das ist ein bisschen hakelig, aber von der Idee her finde ich es ziemlich cool. Und dann haben wir den Kopf, den schwingen wir einmal hier nach innen. Und die Flügel sitzen hier auf diesen Zusatzplatten. Die könnt ihr hier aus der Arretierung lösen und bringt sie dann erstmal hier nach oben aus dem Weg. Und dann haben wir hier die Dino-Beine, die schwingen wir raus, arretieren sie, zack.
Zack, und jetzt können wir hier die Flügel hier nehmen, ne, versenken die jetzt hier so nach unten und bringen die in der Mitte zusammen und bilden den Rumpf des Dinos und den Kopf. Ne, ihr seht, hier sind diese Stege. Falls ihr das nicht erwähnt habt, den muss man übrigens hier so reinschieben. Am Anfang, der ist nämlich einzeln verpackt. Ne, und die Dinger müssen da entsprechend rein. Dann drückt ihr das alles hier an der Stelle zusammen. Ist noch ein bisschen instabil, weil das hintere Teil, der hintere Teil noch fehlt. Den machen wir jetzt. Wir klappen nämlich hier die Teile raus. Die Beine können wir schon mal nach unten bringen. Dann sind die hier nicht so im Weg. Zack, zack. Wobei ich gerade sehe, die müssen wir noch rumdrehen. Um 180 Grad. Den Teil haben wir übersehen. Und dann schwingen wir die Klappen hier, ne? In der Mitte gehen die zusammen und müssen sich dann hier, deswegen ist es nicht ganz einfach, dieser kleine Pin, der muss hier drunter, muss man so ein bisschen hin und her, aber das Plastik ist einigermaßen beweglich, von daher geht das eigentlich ganz gut. Und dann legen sich hier diese goldenen Teile über diese silbernen Nasen am Rumpf, zack, und gehst du jetzt da rein, ne? So, zack, zack. Ist das einigermaßen fest, ein bisschen ordentlich machen noch. Und dann seid ihr mit Sludge in seinem Dino-Modus fertig. Und was den angeht, bin ich einigermaßen zwiegespalten. Ich finde, der funktioniert zur Hälfte gut und zur Hälfte überhaupt nicht. Fangen wir mal mit der guten Hälfte an. Der Kopf sieht nämlich zum Beispiel super aus. Die Augen hier sind mit so einer, richtig mit so einer Stufe drin, ne, blau bemalt, der Kopf ist gold bemalt. Wobei ich finde, an der einen oder anderen Stelle hier zum Beispiel oder auch hier, finde ich, ist es, deckt es nicht so 100%. Da hätte man ruhig noch irgendwie eine zweite Schicht, dann wäre es zwar vielleicht zu dick geworden. Das, damit bin ich nicht 100% zufrieden, aber der Kopf an sich sieht super aus, hier mit den kleinen Details drin. Innen drin haben wir wieder eine Aufnahme für einen Flammeneffekt, der leider nicht dabei ist. Großes Versäumnis meines Erachtens. Ne? Und dann hier schöne Details auf dem ganzen Dino-Holz, hier die Schraubenlöcher. Ja, irgendwo müssen sie hin, stören mich jetzt nicht über die Maßen. Ne? Besser so, als wenn es geklebt ist irgendwie. Und das sieht wirklich toll aus. Auch hier diesen Teil finde ich noch schön. Ne? Wobei ich finde hier zum Beispiel, die Farbe ist hier nicht, hat so Flecken, seht ihr das? Ja, das ist nicht auf beiden Seiten, das ist nur hier. Ich weiß nicht, ob das schon Abnutzungen sind, aber der ist wirklich frisch aus der Box. Also ich habe das Review direkt nach dem Unboxing gemacht. Und auch hier schon so eine kleine Macke dran. Die Farbe ist etwas anfällig, aber generell ist das schön. Hier wäre so, ne, hier so eine Fläche, die hätte für mich vielleicht sogar noch, für das vielleicht sogar wieder einen dunklen Grau machen. Hier die Kabel vielleicht mal farblich absetzen oder so. Bei Grimlock, glaube ich, hatte man das gemacht. Das sah ganz cool aus. Ne? Und ansonsten ist das hier soweit alles okay. Beweglichkeit im vorderen Teil auch soweit in Ordnung. Ne? Der Hals geht, das sieht natürlich optisch voll blöd aus, aber generell geht er bis ganz nach unten. Ne, der Kopf lässt sich bewegen, der Kopf lässt sich hier an der Stelle auch drehen. Also einigermaßen expressiv, was man damit machen kann, auch wenn es nicht an allen Stellen hübsch aussieht. Ne, auch hier, hier finde ich, geht es noch, aber das ist schon ziemlich übel. Und hier die Arme gehen entsprechend, ne, nach vorne und nach hinten. Die Füße lassen sich drehen und sogar an sich auch nochmal bewegen. Ausstellen lassen sich, glaube ich, nicht hinein. Aber das ist schon ein bisschen was möglich. Im hinteren Teil, muss ich sagen, fällt er für mich aber dann ziemlich auseinander. Genau, wir haben hier, das habe ich ganz vergessen, wir haben hier die Waffe, die lässt sich hier, sind diese zwei Pins, oder diese zwei Löcher für die Pins so rum. Ne, da kann man die Waffe hier dran stecken. Finde ich ganz okay verstaut, denke ich, ne, weil er sowieso hier diesen Überhang hatte. Den finde ich sehr, sehr unglücklich, genau wie diesen riesigen Hohlraum hier, den finde ich auch nicht sehr schön. Da wäre vielleicht doch gut gewesen, die Waffe zusammenzufalten und hier irgendwo reinzubringen, dass das so ein bisschen ausgefüllt ist. So ist es, naja. Also, mich stört dieser Überhang hier. Schleift fast auf den Boden, nur fast, aber immerhin, das sieht, je nach Winkel ist es okay, aber es war das Erste, was mich so gestört hat. Vor allem aber finde ich den gesamten hinteren Teil nicht schön. Er sieht halt einfach, so ein Langhalsdino hat eigentlich einen sehr langen, eleganten Schwanz. Generell mache ich bei Dinobots da durchaus ein paar Abstriche, aber ne, hier so mit der Stufe drin, das hier so komplett groß. Ich finde auch unproportional, finde ich es auch nicht gelungen. Also ich finde, der hintere Teil ist viel zu dick im Vergleich zum vorderen. Ne? Und ja, also ich sag mal, so bis hierhin finde ich ihn okay. Die Beine finde ich, das passt auch noch soweit alles in der Überhang hier, damit kann ich leben. Aber den hinteren Teil finde ich nicht sonderlich gelungen. Ne? Trotz der schönen Liniendetails, die kennen wir aber alle schon aus dem Bot-Modus. Da ist jetzt nicht mehr wirklich was Neues bei. Kommt aber jetzt hier, finde ich, halt schön mit dem durchgehenden Streifen, dem Silber auf dem Schwanz. Also die Farbdeko im Dino-Modus ist definitiv schöner. Und hier haben wir im Prinzip die gleichen Möglichkeiten, ne? Die Beweglichkeit wie an den Armen auch. Ne, hier, ne, das Doppelgelenk. Also man kann schon ein bisschen was kann man mit ihm machen. Aber ja, also der hintere Teil finde ich nicht schön. Den vorderen Teil finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ne, den Kopf finde ich fantastisch. Ich finde, er hat ein paar Schwächen in der Bemalungsqualität. Aber ja, ich finde es schon einigermaßen überzeugend. Hätte man das hier hinten noch irgendwie eleganter hingekriegt, dann wäre ich vollends zufrieden. Zum Vergleich nehmen wir diesmal nicht den Fanstores, denn der ist mir wiederum deutlich zu kompliziert zu transformieren. Das ist dann wieder der Nachteil am Masterpiece. Ja, also diesen deutlich spiellastiger, kannst du viel schöner
schöner hin und her bauen. Und hier haben wir wie immer in letzter Zeit den Deluxe Class Siege Six Gun, dass ihr so eine grobe Idee habt. Also ist ein riesiges Vieh. Fazit: Sludge ist so ein bisschen ein Fall von viel Look, wenig Substanz. Das ist etwas schade, denn der generelle Look, das Design, finde ich im Bot-Modus, finde ich es eigentlich sehr gut, bildet den Charakter gut ab. Schöne Details im Guss, vernünftige, ich sag mal, angemessene Bemalung. An der einen oder anderen Stelle hätte man ein bisschen was mehr drauf sein dürfen, klar. Plus eine Beweglichkeit, die meines Erachtens auch in Ordnung geht. Das ist alles schön. Der Dino-Modus ist so, ich sag mal, die vorderen zwei Drittel sind klasse, der hintere Teil ist dann ziemlich katastrophal, sodass das eine, sag mal, so eher so mittelmäßig abschließt, weil dieser Hohlraum unten drunter ist auch nicht so richtig schick. Aber generell auch da, das Design, der Look ist schön und auch die Bemalung ist schön, wobei ich die Bemalungsqualität, die schwankt ein bisschen über die Figur verteilt und ja, da hätte man vielleicht noch etwas sorgfältiger arbeiten können an der einen oder anderen Stelle. Was ich richtig geil finde, ist die Transformation, die finde ich an einigen Stellen wirklich hochkreativ, macht richtig Spaß, ist nicht so dolle zusammenzustecken an der einen oder anderen Ecke, er hält dann aber ganz gut und wie gesagt, die einzelnen Transformationsschritte finde ich halt teilweise hochspannend und das ist sehr, sehr gut geworden. Das Problem der Grundfigur ist der Zusammenhalt bzw. insgesamt so die Haptik, die Zusammenbauqualität. Die Gelenktoleranzen sind nicht überall toll, viele Teile bewegen sich aus dem Weg, obwohl sie es nicht sollten, bleiben nicht da, wo sie hingehören. Er wirkt so ein bisschen schlabberig aufgrund der losen Hüftgelenke zur Seite und der losen Flügel, das trägt alles nicht wirklich dazu bei. Ja, also insgesamt finde ich, fühlt er sich nicht so gut an, wie er aussieht. Und das ist ein bisschen schade, denn da haben ihm die anderen zwei, vor allem der Slag, das ist für mich bisher noch der beste der Dinobots, haben ihm da doch vorgemacht, wie es geht. Er wird sich aber, denke ich, am Ende gut in die Gruppe einfügen, ist meines Erachtens etwas größer als die anderen, was gut passt. Vielleicht täusche ich mich da auch, das werde ich dann am Ende, wenn ich alle fünf zusammen habe, nochmal versuchen zu verifizieren. Aber bis dahin denke ich, ist es okay. Ich finde, 100% überzeugt mich auch Sludge nicht. Aber ja, ich finde, so alles in allem geht der in Ordnung, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Soweit mein Video zum Studio Series 86 Sludge. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern wie Klaus auf Patreon oder direkt hier auf YouTube als Kanalmitglied. Und checkt meine anderen Studio Series 86 Reviews hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.